schon wieder das gleiche. Ba, ba, ba. Das sahen die uns jedes Mal. So, hier haben wir wieder einen Freund. Und huch, wer ist das denn? Swamp Giant. Ah, Sumpf, alles klar. Brauche bestimmt auch erstmal Wasser dafür. So, Wasser. Der ist ja krass, ne? Ein schleimiger Batzen. Bum, 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 bum. Ist ja gut, mein Freund. So, und jetzt können wir hier Swamp hin machen, oder was? Nice. Etwas Sumpf bitte, mein Freund. Mein schleimiger, grüner Freund. Blob. Ja, super. Wer will denn dort wohnen? So. Das haben wir gemacht. Er hat eine neue Fähigkeit erhalten. Okay, was wäre das? Herbs. Okay. Dann machen wir das doch mal, keine Ahnung, dahin. Plopp. Der zaubert. It's magic. Ah, dafür bekommt man Technologiezeugs. Und es gibt Bonus-Technologie für Mineralien in der Nähe. So, die produzieren jetzt Technologie. Okay. Ocean Giant has new ability. Okay, was hat er jetzt? Was hat er hier? Upgrades a plant with a growth aspect. Okay. Das heißt. Didim. Aspect abilities allow you to upgrade individual plants, animals or minerals. Okay, da können wir den. Das. Verbessern sozusagen, aufwerten. Sozusagen. Ah ja, genau, dann wird es besser. Dann gibt es jetzt Technologie und Nahrung. Interessant. Stimmt. Okay. Genau, Peppermint haben wir jetzt oder was? Ah, Peppermint, ja. Ah, das sind die Aspekte, wo ich vorhin drüber gegangen bin, wo dann. Nix da stand. Und was bringt mir Natura? So. Create great bonuses. Na okay, das wird uns vielleicht noch erzählt. So. Jeder kann das machen. Jeder kann Pflanzen, Tiere und Mineralien upgraden. Okay. The aspect you place is a kind of a transmutation within the herbs. Okay. Wir haben die sozusagen weiterentwickelt. So. Bum. Wir können daraus jetzt Tomaten machen. Okay. Bop. Wieso können wir aus Pfefferminze Tomaten machen? Das verstehe ich nicht so ganz. Wer hat sich das denn ausgedacht? So. Tada, da können wir die stärker machen. Ja, das haben wir jetzt auch schon rausgefunden. Und die haben jetzt auch eine neue Symbiose. Plus 0,5 Technologie für jedes Essen auf diesem Feld. Okay. Das wären 6 sozusagen. You can complete the project with ease. Und was ist das Project? Ach ja, jetzt setzen sie es. School Project, alles klar. How much time you have left? Wupp. 14 Minuten noch. Brauchen 15. Gut, dann. Pflanzen hier wieder was Neues an. Was brauchen die hier? 15, genau. Und dann verbessern wir das wieder. Blöpp. Und so.
Dann geben wir hier noch Tomaten. Und dann müsste das jetzt ja reichen. Für 15, 15 reicht das locker, ja. Was ich noch nicht so ganz verstehe ist, das gibt mir 12, 8 und 3. Hier steht, dass es plus 0,5 für jedes Essensteil, das wären insgesamt 6. Aber die kriege ich nicht, weil... Verstehe ich nicht so ganz. Ich kann jetzt auch das nochmal hier drauf machen, oder was? Dem noch eine Symbiose geben. Was passiert dann? Aha. Und jetzt? Jetzt haben wir da zwei Aspekte da drauf. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach so, man schaltet mit jedem Aspekt, den man hinzufügt, einen neuen Aspekt hinzu sozusagen, und man kann die Aspekte verschieden kombinieren. Also wenn man dann später die ganzen Riesen hat, dann kann man da meinetwegen noch einen Erdaspekt hin, also von dem Erdriesen da oder von dem Baumriesen oder so, da einen Effekt hinzufügen. Und je nachdem, wie man die komponiert, kommen da andere Sachen raus. Okay. Gecheckt. Gecheckt. Yeah! Haben sie eine Schule. Was will die Lady jetzt? Oh, guck mal, hier steht gar nichts. Da wissen wir natürlich direkt, was sie uns damit sagen wollen. So. Okay. Wir selecten jetzt einen Giant und nehmen die auf die Schulter. Bumm! Und haben was Neues unlocked. Toxic. Okay. Wenn wir dem jetzt Toxic dazugeben, dann... Oh. Okay, der hat was dazugelernt sozusagen. So. Ba-ba-ba. So, in order to village to settle, you must fill the prosperity bar. Okay. Das hier, Prosperity. Das, ja, keine Ahnung. Ach so, hier, die Bar muss gefüllt sein. Wir haben jetzt 45. Wir brauchen 60. Okay. Oh, was ist jetzt passiert? Ah, jetzt kommt der Forest Giant wieder. Hallo. So. Make good use of the project specialization to do this. Was kann man hier machen? Tree Town. Aha, aha. Okay. Was ist das hier? Steht nicht da, wenn man da drüber geht. Was haben wir hier? Finish the third area. Finish an area with a forest village. Okay. Desert Tribe. So, was kann der jetzt? Der kann jetzt hier mal Früchte pflanzen. Was hat mir das jetzt gebracht? Mehr Forschung. Okay. Wenn ich jetzt Leaf Aspect oder Pineapples Fruit Aspect. Leaf Fruit. Was ist das? Leaf Growth Toxic. Okay. Fruit oder Leaf haben wir. Haben wir aber nicht. Growth haben wir nur. Müssen wir den Leaf Aspekt nehmen. Dann können wir die weiterentwickeln. Auch zu Tomaten. Super. Und dann können wir mit dem hier noch irgendwas. Mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt müssen wir natürlich genau schauen, was man braucht und was dabei rauskommt bei dem Ganzen. So, aber wir haben jetzt eh die 60 erreicht. So. Okay. Dann können wir hier...
Use the Fortune Ocean to raise a forest. Okay. Dann machen wir auf der anderen Seite einen Forest. Mindestens 10 Felder groß soll das sein. Also machen wir den hier wieder so groß, wie es geht. Der kann aber noch keine Tiere. Warum ist denn das noch alles gelockt? Dass da keine Tiere machen kann da. Das ist doof. Das soll das machen können. Ich frage mich, wann das unlocked wird. Ob das jetzt hier im Tutorial nur... So. Der Swamp hat jetzt was unlocked. Exotic Animals. Okay. Und hier sollen wir die bauen. Im Forest sollen wir die exotischen Tiere jetzt bauen. Okay. Dann mach das mal. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Keine Ahnung wieso. Was ist denn das für ein Schleimbatzen, ey? Ein übelstes Vieh. Das ist ganz schön komplex, das Spiel. Das ist gewaltig, ey. Ich weiß jetzt schon nicht so richtig, was abgeht. Bisschen durcheinander hier. Was ist das denn schon wieder? Animal Range. Ach so. Das ist der Bereich, den die beeinflussen. Also dort, wo es gebaut wurde, plus 2 nach rechts und links. Interessant. Baba, okay. Dankeschön. Congratulations. Ah, und da kommen jetzt Menschen sozusagen. Die siedeln sich da wieder hin. So. Baba, baba, village always spawn near happy table areas. Ja, das wissen wir ja nur langsam. Symbiosis. Was haben die denn für Symbiosis? Plus 2 an Wert, wenn Mineralien in der Nähe sind. Okay. Dann kommt bestimmt jetzt der Erdriese. So sieht's aus. Und dann können wir jetzt da Mineralien hinbauen, sozusagen. Zack. Und zack. Bom, 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 bom. Können wir die Symbiose anlocken, sozusagen, wieder. Und können weitermachen. Die arbeiten gut zusammen. Dank ihrer Symbiose. Sehr gut. Blueberries working well with chickens. Blueberries also have a symbiosis which work well with other plants. Okay. Dann sollen wir jetzt Früchte pflanzen. Zack, die machen wir hier drüben hin. Früchte, Früchte, Früchte. Zack. Transmutation. Bam. Und da haben wir hier was. Einmal Strawberries. Die geben mehr Essen und Ave, was auch immer das sein mag. Das haben sie uns noch nicht erklärt. They are close to certain other plants. Oder Apple Tree. Give a lot of food if they are close to animals. Ah, dann hätten wir hier die Früchte hinsetzen sollen und dann eine Apfelpflanze draus machen. Ach nein. Wir sollen die ja zu... Ah, wir sollen die zu Strawberries machen. Da brauchen wir lesser Leaf Aspect. Also den hier. Okay. War das doch richtig. Weil die Äpfel hätten mehr gebracht, wenn die bei den Tieren hier in der Nähe sind, dann die Äpfel hätten die sozusagen mehr gebracht. Aber dann können wir da jetzt Strawberries draus machen. So. Wenn wir jetzt da nochmal Blaubeeren daneben pflanzen, kriegst du hier mehr Früchte. Ach du Scheiße, 15 gleich. Plus 10. Ach so, they're next to an apple tree. Oder Strawberries, genau. Das ist natürlich viel, 10. Nicht schlecht. Spaceport Pause. Blablabla. Ja, okay. Und was passiert jetzt? Ach, jetzt bauen die wieder. Ein Shrine bauen die jetzt wieder hier hin.
Dum-dum-dum. Make good use of strawberries, so it's blueberries. Yes. Die brauchen 17 Wealth. Also muss ich ja eigentlich noch. Huch. Muss ich ja eigentlich noch so eine Mine hinsetzen, sonst reicht das nicht. Bam, 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 bam. So, dann müsste sich das auch vervielfachen, ja? Nö, vervielfacht sich nicht. Aber trotzdem haben die jetzt 27, weil die das noch so mit benutzen können. Ach, und das ist schon fertig. Dann nehme ich doch den. Huch. Resources are growing. Jawohl. Dann kann ich doch mit dem hier das aufnehmen. Ach, er steht auch da mit. The result of their huge growth, your village has become extremely greedy.